Wir sind in der Kokari-Wildnis angekommen und sollen jetzt unsere Prüfung bestehen, unser ja, Aufnahmeritual in die Grauen Wächter, nee, zu den Grauen Wächtern, so besser gesagt. Und ja, viel drüber gehört über die Kokari-Wildnis, was hier alles für Schrecken, was hier alles für Schrecken lauern. Oh, Missionar Jogby, ein Brief. Ein persönlicher Brief. Neuer Kodex-Eintrag. Mein lieber Sohn, es erfüllt mich mit Freude, dass du in meine Fußstapfen treten und das Wort des Erbauers zu denen bringen wirst, die nicht erleuchtet sind. Allerdings hättest du dir dafür einen ungefährlicheren Ort aussuchen können. Verzeih, dass ich bereits in die Wildnis aufgebrochen bin, Sohn, aber ich wollte schon mal ein Lager aufschlagen und mit der Arbeit beginnen. Die Chesind haben Respekt vor jedem, der sich in der Wildnis behaupten kann, und ich will vor deiner Ankunft eine Abmachung mit einem dortigen Stamm treffen, damit wir ein paar Freunde haben. Du wirst feststellen, dass es schwierig ist, sich in der Wildnis zu orientieren. Ich habe unten ein paar Punkte aufgelistet, denen du folgen solltest. So gelangst du zu einem Ort, an dem ich Vorräte für dich hinterlassen habe. Wenn du dich verirrst, geh dorthin zurück. Ich finde dich dann schon. Aha, also sozusagen eine Schatzkarte, denn der gute Mann ist ja tot, ne? Hier nun die Orientierungspunkte, beginnend am Eingang zur Wildnis. Suche nach einem Baum, der an der Ruine eines Gebäudes lehnt. Geh unter einer umgestürzten Baumbrücke hindurch. Geh an einem versunkenen Turm zur Rechten vorbei. Halt Ausschau nach der Ruine eines hohen Rundbogens in einem moosbewachsenen Stein. Und einem moosbewachsenen Stein. Geh einen Weg aus Wurzeln und Steinen entlang. Such nach zwei großen Statuen, zwischen denen eine Truhe steht. Dort ist unser Treffpunkt. Ich liebe dich, Jogby, mein Sohn. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Dein Vater. Ja, wir haben eine Quest bekommen. Der Missionar. Hier liegen überall Tote. Können wir eigentlich durch diesen Sumpf durchlaufen? Oder ist dem nicht angeraten? Nee, hier ist, eine unsichtbare Wand. Over here. Oh, der gute Mann lebt noch. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. Wir können euch zurückbringen. If you just bandage me up, I can get back myself. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. Nun, das ging jetzt schnell. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? A hundred? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. Junge, das ist Teil unserer Prüfung. Aber ich glaube, wir versuchen ihn mal zu beruhigen. Ihr vergesst, dass ich Magie beherrsche. Uns wird nichts geschehen. I still do not relish the thought of encountering an army. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die. But we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Ja, ich kann verstehen, warum der gute Mann ein bisschen Angst hat. Es ist ja auch alles nicht so ganz koscher hier. Wirkt alles sehr düster. Das Eichhörnchen scheint sich jetzt nicht wirklich zu fürchten. Da hinten ist eine Elfenwurzel. Wir suchen übrigens ja auch diese Pflanze. Wildnisblume, da ist sie schon. It is begun. So, das ist die Pflanze
für den kleinen Hund, den Mabari, und da sind auch schon die ersten. Da ist auch schon die erste dunkle Brut am Start. So. Geh nicht zu weit vor, bitte. Okay, der hat erstmal direkt schön widerstanden. So, wir konzentrieren uns dann mal auf den, der von Alistair angegriffen wird. Jetzt heißt es mal weglaufen. Sehr gut. So, Alistair ist ein bisschen in Gefahr da hinten. Wir rufen ihn mal zurück. Der soll mal zu uns zurückkommen hier. Da haben wir nämlich mehr Kontrolle. So, und ich habe jetzt keinen Mana mehr, aber wir haben noch Lyriumstaub, der jetzt nicht so viel hilft. So, Alistair kriegt noch einen Heal rein. Ihr seht, das Ganze wird jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller. Als so sonst. Alistair rennt mir irgendwie immer zu weit vor, da müssen wir noch gucken. Dass wir das etwas besser noch geregelt kriegen. Ich verstehe das immer noch nicht, wie das mit dem Sound funktioniert. Warte mal. Problem ist, ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Musik leiser mache, werden auch die Dialoge leiser. Aber das können wir ja jetzt mal prüfen. So, Fläschchen mit Blut der dunklen Brut. Und es reimt sich. Die sollen wir sammeln. So, das war unser erster Kampf gegen die dunkle Brut. Herzlichen Glückwunsch, wir haben ihn bestanden. Wir sind nicht gestorben. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Hier gibt es eine... Ach so. Hier gibt es eine Abzweigung. Da ist die Truhe. Und wir nehmen dann auch, glaube ich, erstmal die Abzweigung. Erstmal hier das hintere Gebiet sichern. Dann gucken wir weiter. So. Na? Da hinten sieht es schon wieder nach Gegnern aus. Hallo? Ist ein bisschen zu leise jetzt, ne? So. Bogenschützen. Now we do battle. So, den wollen wir einfrieren. Geh nicht so weit vor. As you say. Mist! Sagt sie gerade Mist? Ich dachte, wir sind Spiel hier auf Englisch. Ja, sieht bisher aber ganz gut aus. Zack, wir haben Level Up. Der Hurlock ist hoffentlich gleich tot. Aua, jetzt wurden wir niedergeschlagen. Das ist nicht so gut. Ja, wir müssen immer so ein bisschen schauen, dass wir die Leute heilen, die viel Schaden bekommen. Da hinten die Bogenschützen sollten wir eigentlich als nächstes ausschalten. Denn die machen uns gerade ziemlich zu schaffen. Und hier sehen wir jetzt übrigens auch, dass ein großer Mana-Pool durchaus von Vorteil ist. So, jetzt haben wir wieder Mana. Jetzt können wir uns gleich auch selber heilen. Ich hoffe, dass wir das so lange überleben. Oh, jetzt fallen wir gleich um. Wundumschlag. So. Ah.
haben uns gerade noch so gerettet. Okay, jetzt auch noch tot. Wieso greift er eigentlich mich an? So. Ja, Fläschchen. Wir haben jetzt auch Säurefläschchen. Und jetzt können wir die Leichen plündern. Da ist eine Truhe. Rigbys Tagebuch. Das ist, glaube ich, der Vater von dem Toten, den wir gefunden haben. Neuer Kodex-Eintrag. Zeichen der Chesind. Die Barbaren der Chesind sind durchaus klug. Sie haben auf den Pfaden der Wildnis mit Steinen geheime Zeichen und Markierungen angelegt. Damit kennzeichnen sie Wege und interessante Orte und geben Warnungen, die nur ihre Stämme zu deuten wissen. Für das ungeschulte Auge sind sie von gewöhnlichen Steinhaufen nicht zu unterscheiden. Ich habe meine Zeit der Entzifferung dieser Zeichen gewidmet und glaube, dass ich kurz vor dem Durchbruch stehe. Die Wegmarkierungen deuten auf eine Horde oder auch nur einen Ort hin, an dem die Chesind eine geheime Lagerstätte errichtet haben. Ich habe allerdings nur einen Teil der Nachricht gefunden. Wäre sie vollständig, könnte ich das Lager ausfindig machen und herausfinden, was für einen Schatz die Chesind verstecken. Ein solches Zeichen ist auch in der Nähe dieses Lagers unter einem umgestürzten Baum, der an eine Ruine gelehnt ist. Jedes Zeichen scheint auf ein oder zwei weitere hinzudeuten. Es heißt, eine Horde der dunklen Brut... Schöner Verschreiber. Eine Horde der dunklen Brust würde sich nähern. Hoffentlich finde ich den Schatz, bevor es zu spät ist. Sehr, sehr schön. Genlocks sind die meistverbreitete Form der dunklen Brut unter der Erde. Untersetzt, zäh und sehr schwer zu töten, selbst mit Magie. Herlocks sind größer als ihre Verwandten, die Genlocks, nämlich etwa menschengroß, allerdings weitaus stärker und ausdauernder. Sie bilden die Einsatztruppe der dunklen Brut und ein einziger rasender Herlock kann durchaus mit mehreren Gegnern gleichzeitig fertig werden. Herlocks verewigen in großen Tätowierungen ihre getöteten Feinde und Heldentaten, wobei nicht bekannt ist, ob dem ein uniformähnliches Regelwerk zugrunde liegt. Okay. Was steht denn in dem Tagebuch, was wir da gefunden haben? Und wo finden wir das? Ah. Wahrscheinlich hat das Tagebuch nur den Kodex-Eintrag freigeschaltet. Würde ich jetzt tippen. Oh, Säurebeschichtung, warte mal. Hier. Du kannst doch Gift. Für dich ist das doch was. So, er hat jetzt mal seine Waffen. Oh. Das hätte ich wohl nicht machen sollen, denn die sind jetzt... Das läuft jetzt schon ab. Naja. Wissen wir fürs nächste Mal. Noch mehr Fläschchen. Ein Wegzeichen. Looky here. Looky here. Looky, looky. Elfenwurzel, Elfenwurzel. Oh, da sind noch mehr von denen. Die stehen erhöht, das ist nicht gut. Dann machen die nämlich mehr Schaden. It is begun. So, den frieren wir direkt ein, wenn wir es hinkriegen. Jawohl. Dann können wir uns auf die konzentrieren. Don't give them the advantage. Genau. Werden gehackt. Das ist nicht so gut. It shall be done. So, der da ist jetzt irgendwie am Rasen. Und wir heilen Alistair. Und dann ist der eine auch schon tot. Sieht gut aus. Der Schwierigkeitsgrad ist im Moment noch, wirkt er auf mich noch machbar. Aber das sind natürlich auch... Warum ist das denn so laut? Ich verstehe es nicht. As you say.
Wir sind natürlich auch noch ganz am Anfang des Spiels. Die richtig fiesen Gegner kommen erst. Und ich kann euch sagen, Magier sind sehr fiese Gegner. Die muss man so schnell wie möglich ausschalten, sonst wird man nicht wieder froh. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Da müssen wir gleich noch hin. Und wir machen mal kurz das Level ab. Wir haben 3 Punkte, wie immer. Stecken sie jetzt in Willenskraft und Magie. Willenskraft ist für uns halt sehr wichtig, weil wir sehr vielseitig sind und das auch bleiben wollen und somit einen großen Mana-Pool brauchen. So, dann habe ich Folgendes gesehen, und zwar ein paar sehr nützliche Zauber. Wandelnde Bombe ist erstmal nicht ganz so nützlich, zumindest nicht in allen Situationen, weil sie einen ziemlich fiesen AOE erzeugt und man nie weiß, wo der Gegner hinrennt. Aber wenn wir das Ganze ausbauen, dann haben wir, Moment. Genau, zum Beispiel das hier, Todessog. Wir können halt aus Leichen Mana wiederherstellen und das ist ziemlich geil. Und das letzte hier ist auch ziemlich geil, nämlich dass wir dann eine Leiche wiederbeleben können. Also ein sehr, sehr nützlicher Zauber, den ich relativ früh gerne hochskillen würde. Und ich kann das gerade noch nicht in die Leiste ziehen. Moment. Ach so, ist automatisch. Gut. Schön. Puh. Genau, weil Mana ist halt für uns wirklich das A und O. Solange wir Mana haben, ist alles gut. Solange wir Mana haben, können wir irgendwie reagieren. Und natürlich, solange wir nicht am Boden liegen. Also nicht gestunt worden oder ähnliches. Wo kam das jetzt her? Oh, okay. Ein Genlock-Schurke. Ja, Pech haben, folgen da noch weitere. Ja. Yeah. So. Fiese Viecher. Und ich höre noch mehr. Ja, habe ich mir schon gedacht. Sollen wir mal die Bombe probieren? Na, das ist dann eben das Schwierige. Wir erzeugen damit natürlich auch Schaden bei unseren Freunden. So, ach nee. Kontinuierlich Naturschaden. Genau, explodiert und fügt anderen in seiner Nähe Schaden zu. Ja. Sonst steht da eigentlich nur noch, dass der weiterentwickelte, die weiterentwickelte Version davon nicht stackbar ist mit dieser Version der wandelnden Bombe. Oh, hier kommen doch gleich noch mehr Gegner, oder? Bestimmt. Boah, wo sind wir hier zum Henker? So, hier war noch ein Wegzeichen. Habe ich das jetzt übersehen? Müssen wir das anklicken, damit es uns den Weg weist? Keine Ahnung. Wir laufen nochmal zurück. Da kommt es gleich. Bam, bam, bam. Ja, wir haben es jetzt angeklickt. Das da haben wir allerdings nicht angeklickt. Verdammt. Ich es halt einfach verpasst habe. Ich hoffe, ich habe recht und das hilft auch was, das jetzt anzuklicken. Nicht, dass wir das jetzt vollkommen umsonst, dass wir jetzt vollkommen umsonst zurückrennen dafür. Naja. So, da haben wir auch noch ein paar Leichen vergessen zu looten. Das ist dann ganz praktisch, dass wir nochmal zurückkommen. Gut, wir brauchen ja nur 3 Fläschchen der dunklen Brut.
Wegzeichen anklicken. It shall be done. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es irgendwas hilft. Da in der Ecke waren wir schon, oder? Schon geguckt. Lohnt's, lohnt's. Ob hier ist nichts. Hier wäre halt nur so eine erhöhte Position, denn ich meine, als Bogenschütze macht man dann mehr Schaden, beziehungsweise man kann das skillen. Es kann sehr praktisch sein, das zu nutzen, wenn man einen Bogenschützen hat. Und wir werden einen Bogenschützen haben, weil ich das persönlich sehr, sehr praktisch finde. So. Im Prinzip würde ich meine Gruppe wieder so nach meinem Schema aufbauen. Ein Bogenschütze, ein Nahkampftank und natürlich wir als Magier. Und eventuell noch ein Nahkämpfer oder halt noch ein Magier. Das weiß ich noch nicht so genau, wie wir das machen wollen. Zwei Magier sind natürlich auch sehr, sehr praktisch, aber machen die Gruppe eventuell auch sehr anfällig. It is begun. So. Da ist noch eine Truhe. Wie kommen wir da denn rüber? Wild creatures ahead. Okay. Ja, die sind jetzt sehr weit weg. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt angreifen können. Spiel. Ich hoffe, du gehst gleich wieder aus dem Kampfmodus raus. Ba, 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 ba. Na, sieh mal einer an. Na, das sieht mir doch nach einem interessanten Weg aus. So, hier wäre schon wieder das nächste Wegzeichen. Hier ist eine Todeswurzel. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir darüber? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Da hängen Leute. So, jetzt haben wir uns im Prinzip... Warum ist Jory da hinten? Jory, möchtest du... Na super. Die Gruppe hat sich gespalten. Okay. Yes. Ich möchte gerne, dass ihr hier hinkommt. Klappt das? Nicht so wirklich, ne? Doch, jetzt haben sie sich geportet. Okay. Ich möchte darüber. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich nur hier lang. Da so, ne? Ich hatte die Wildnis nicht als so groß in Erinnerung. Das sieht aber auch nicht so aus, als würden wir dorthin kommen. Na, wobei, vielleicht schon. Guck mal gleich. Was ist das hier denn? Das sieht nach einer eingestürzten Brücke aus. Speichern. Das darf man in dem Spiel wirklich nicht vergessen. Sehr, sehr wichtig. Okay, da hinten sind wieder Gegner. Wir wollen aber, glaube ich, erstmal... Ich würde gerne erstmal gucken, ob wir da irgendwie rüberkommen. Zu der Kiste und so. Okay, jetzt kommen gleich wieder welche. Vorsicht. Oder? Nicht? Doch. Ah, und ich werde natürlich angegriffen.
Oh, wir machen echt viel Schaden. Also wir könnten halt auch sagen, wir nehmen zwei Magier statt einen Bogenschützen und einen Magier. Ich bin schon noch ein bisschen am Überlegen, ihr merkt das schon. So, da ist wieder so ein Wegzeichen. It is begun. Missionar Rigby. Oh oh. Da kommen sie. Oh, die Wölfe nehmen sie gerade auseinander. Oh, hier könnte ich jetzt mal. Enough! It shall be done. Try your prayers. Bam! Habt ihr das gesehen? Das war sehr effektiv. Ich mag meinen neuen Zauber. Okay, wir gucken mal. Dem könnte ich nochmal die Bombe geben. Ne, Moment, wer hat jetzt die Bombe? Mist. Das sollte man wissen. Ja, das passiert, wenn man den Überblick verliert, wer die Bombe hat. Tja, das müssen wir jetzt erstmal wieder wegheilen. Wir haben keinen Mana. Aber das kriegen wir hin. Instant. Okay, du... Wieso kann ich die Kamera nicht bewegen? Jory, du schießt natürlich da drauf. Alistair, du läufst... Na... Kriegst einen Heal. Jory kann auch mit drauf gehen. Also mit auf den Gegner. So. Soweit ich mich erinnere... Gibt es hier auch noch einen etwas stärkeren Hurlock irgendwo? It shall be done. So. Hi, Missionar Rigby. Rigbys letzter Wille und Testament. Das Testament. Euer Kodex-Eintrag. Rigbys letzter Wille und Testament, an den, der auch immer diese Zeilen findet. Dies ist der letzte Wille und das Testament des Missionars Rigby, stolzer Verkünder des Wortes des Erbauers. Ich bin in die Wildnis gekommen, um den Gesang zu predigen. Aber ich fürchte, ich werde hier durch die Hand der dunklen Brut sterben. All meine Habseligkeiten vermache ich meiner Gemahlin Jetta. Sollte der Finder dieser Zeilen mildtätig sein, so kann er eine verschlossene Geldkassette vergraben in unserem Lager finden, das in einer Tevinter-Ruine am westlichen Rand der Wildnis aufgeschlagen ist. Sie soll meiner Frau in Redcliffe überbracht, und zwar immer noch versiegelt, überbracht werden. Ich entschuldige mich bei meiner Frau und meinem Sohn dafür, dass meine Arbeit mich ihnen wegnimmt, aber zumindest weiß ich, dass ich im Dienste des Erbauers mein Leben aushauche. Dienste des Erbauers mein Leben aushauche. So, du darfst mal die Truhe öffnen. Fähigkeit unzureichend. Menno. Schade. Können wir diese Truhe jetzt echt nicht aufmachen? Gut, wir haben schon wieder ein Wegzeichen übersehen. Ich raste aus. Ach, wieso renne ich denn dann auch in die falsche Richtung? Ich doof. So, holen wir uns noch das Wegzeichen. Oh, warte, da ist ja noch mehr. Fast übersehen. Holzkiste. It is begun.
Elfenwurzel. So, die kriegst du aber auf, ne? Die kriegst du auf. Nee. Kleiner metallener Rundschild und noch eine Kiste und ein Wegzeichen. Ups. What's that? Ja, wo ist denn das nächste? Noch nicht aufgedeckt. Gut. Das war genau der Ort, wo ich hin wollte. Und jetzt geht es zurück Richtung... Können wir da rüber? Nö, das glaube ich kaum. Da können wir noch lang. Und da runter können wir. Gut. Da ist eine versunkene Kuppel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das nochmal für Ruinen waren, was in dem Kodex-Eintrag zur Korkari-Wildnis stand, was das jetzt für verlassene Ruinen sind. Jedenfalls ist die Folge zu Ende und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir unsere Aufgabe vollends erfüllen. Bis dahin, ciao.